Willkommen zurück. Hervorragende Wahl. Hallo, Eli. Also ich denke, du hast unten alles gehört. Von Beta. Ja. Die Komplexität menschlicher Beziehungen beeindruckt mich immer wieder. Trotz der unangenehmen Umstände, die zu eurem Streit führten, freut es mich, dass ihr beide eine annehmbare Lösung gefunden habt. Tja, zwei Köpfe sind besser als einer, oder? Ja, ich glaube schon. Bist du bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Oder wir setzen unsere Konversation fort, wenn du magst. Unser Plan zur Ergreifung von Hephaestus. Gehen wir ihn nochmal durch. Wie du meinst. Dank Betas Test wissen wir jetzt, dass Hephaestus nicht auf deine Alpha-Freigabe reagieren wird. Deshalb beschaffte ich Tedferos Omega-Freigabe. Korrekt. Während du fort warst, hat Beta die Transportanlage und Impulsgeneratoren konstruiert. Wenn wir nach Gemini kommen, muss ich auf einem der Kerne der Anlage installiert werden. Der zweite Kern ist für Hephaestus. Mit Hilfe der Omega-Freigabe kannst du ihn schnappen. Und dann kannst du ihn absorbieren? Nicht ganz. Du musst den bösartigen Code von Hephaestus manuell entfernen. Vor der Verschmelzung. Wie lange wird das dauern? Weil die Arbeit zwischen dir und Beta aufgeteilt wird, wird sie etwa 4,5 Stunden dauern. Und währenddessen schaffen die anderen mit dem Impulsgenerator eine Ablenkung für uns? Korrekt. Sie nehmen Positionen an der Brutstättentür ein und feuern ihr Gerät ab. Der Energieanstieg sollte eure Aktivitäten bis zum Ende der Verschmelzung tarnen. Und dann haben wir alles, was wir zum Besiegen der Zeniths brauchen. Klingt nach einem Plan. Eins habe ich mich gefragt. Wie konnte Tedferos eine höhere Freigabestufe als Alpha erstellen? Elizabeth sorgte dafür, dass er das Projekt nicht stört. Womöglich beauftragte er seine eigenen Techniker, eine Hintertür zum Zero-Dawn-System zu schaffen, ohne Elizabeths Kenntnis. Meine Vorgängerin wusste nichts von ihrer Existenz, bis er sie aktivierte, um die Apollo-Datenbank zu eliminieren. Das ist tatsächlich ein blinder Fleck. Einer, der uns erlauben wird, Hephaestus zu bezwingen. Wie gewöhnt sich Alva ein? Alva war schon seit ihrem Eintreffen begierig, die Daten im Archiv zu studieren. Eine bestimmte Datei erregte ihre Aufmerksamkeit. Informationen über einen Maschinenassistenten, der Lebensräume sauber und ordentlich halten sollte. Ich informierte sie, dass ich, sobald ich die Fähigkeiten von Hephaestus erlernt habe, womöglich solch eine Maschine entwerfen kann. Das wird dir sicher gefallen. Als ich begann, deinen Weg zu suchen, dich zurückzubringen, hätte ich nie gedacht, wie jetzt hier zu sein. Unter Freunden. Sie haben es alle mit ihrer improvisierten Bildung weit gebracht.
Var schlug vor, dieses Modell auf weitere Stammesmitglieder auszudehnen, sobald die Biosphäre sich stabilisiert hat. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee, solange du es bist, die Lektion leitet. Was Beta angeht. Ich habe nie den Unterschied zwischen uns gesehen. Bis heute. Sie hat so vieles durchgemacht. Völlig alleine. Ihr beide habt viel durchmachen müssen. Unterschiedlich in fast jedem Aspekt. Doch gleichermaßen bemerkenswert. Ich sehe euch gern als zwei Wunder an, die Elizabeth Sobeck geboren hat. Dann sind wir drei. Vergessen wir nicht dich, Gaia. Neben Gaia Prime und Theben wurde eine weitere unterirdische Anlage versiegelt, bevor die Pharaoh-Plage sie erreichen konnte. Elysium. Wohin das Zero Dawn-Personal und ihre Familien gingen, um ihr Leben zu leben. Was ist damit passiert? Elysium wurde entwickelt, um das Leben für 100 Jahre zu erhalten. Meine Daten zeigen, dass die Anlage schon lange vorher offline ging. Hat die Pharaoh-Plage sie erreicht? Unbekannt. Meine Verbindung zur Anlage wurde abrupt unterbrochen. Was passiert mit diesem Ort, wenn wir in Gemini sind? Alle Systeme in dieser Anlage werden weiterarbeiten. Da Minerva diesen Ort nicht mehr verbergen wird, kann die Anlage jederzeit entdeckt werden. Ohne meine Anwesenheit wird sie jedoch wenig Aufmerksamkeit erregen. Hoffentlich. Okay, Leute. Zeit loszugehen. Ich rufe alle zusammen. Verbindung hergestellt. Fahre hoch. Beta, Aloy. Ich bin auf diesem Kern installiert und bereit, mich mit dem Brutstätten-Netzwerk zu verbinden. Schön, deine Stimme zu hören. Aaron, alle zusammen. Feuert eure Impulse und macht sie platt. Bin an der Brutstätte. Das Ding, es blinkt. War das richtig? Bin in Position an meiner Brutstätte. Mein Impulsgenerator blinkt auch. Also funktionieren sie. Ich bin ebenfalls an meiner Position. Und meins auch. Alles klar. Kein Mucks mehr, bis ich das okay gebe. Ich bin raus. Gaia, schnappen wir die Bestie. Ich verbinde mich jetzt mit dem Brutstätten-Netzwerk. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe.
Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Freigabe bestätigt. Initiiere Eindämmungssequenz. Kritische Bedrohung erkannt. Dringend Eindämmung entgehen. Stärke gegen Maßnahmen. Ausschalten! Kappe externe Verbindungen. Es klappt! Er kann nirgendwo hin! Ergreifung Schäden vor. Initiiere Eventualfall 13F. Halt, was ist das? Malware entdeckt. Versuche Entfernung. Eindämmung. Ein Riss? Da! Anlage aktiviert. Stärke. Autonome Verteidigung. Anweisung. Also sind Maschinen auf dem Weg. Achtung! Da kommen sie! Val, bleib hier und beschütze Beta! Sie haben... Okay. Sei vorsichtig! Mach sie fertig! Bleib weg! Zurück! Nimm die Munition! Aloy! Hilfe! Nimm das, Aloy! Hier drüben, du! Bleib hier und beschütze Beta. Okay. Sei vorsichtig. So leicht kriegst du mich nicht. Bleib weg. Zurück. Lock sie von Beta weg! Halte durch! Bleib weg! Zurück! Bleib hier und beschütze Beta. Okay. Sei vorsichtig. Bleib weg. Aloy, Hilfe! Hier drüben, du! Aloy! Ich brauche hier Hilfe! Alles okay. Lock sie von Beta weg! Sie ist echt wütend!
bleib hier und beschütze Beta. Okay. Sei vorsichtig. Bleib weg! Zurück! Und beschütze Beta. Okay. Sei vorsichtig. Ich kriege dich. Bleib weg. Du musst nachsetzen. Munition für dich. Zurück. Hey, Leute. Sie von Beta weg! Sie ist echt wütend! Bleib weg! Verschwinde! Zurück! Aloy! Hilfe! Sie von Beta sie ist weg! Echt wütend! Das hier. Bleib weg! Verschwinde! Zurück! Aloy! Hilfe! Ich schaffe das! Hier drüben, du!
Baal, bleib hier und beschütze Beta. Okay. Sei vorsichtig. Für die Urmutter! Bleib weg! Aloy! Hilfe! Zurück! Hier drüben, du! Nicht in Sicherheit, Aloy! Ich brauche hier Hilfe! Lock sie von Beta weg! Bleib weg! Bleib hier und beschütze. Zu Beta. Okay. Sei vorsichtig. Bleib weg. Aloy, Hilfe! Zurück! Hier drüben, du! Alles okay. Aloy, ich brauche hier Hilfe! Aloy, du bist verletzt! Lock sie von Beta weg! Weg!
Bleib weg! Zurück! Seid ihr beide okay? Alles okay. Aloy, Hephaestus kann nicht entkommen, aber er ist tiefer in die Anlage geflohen. Ich werde ihn wieder hertreiben. Ich repariere in der Zwischenzeit den Kern. Na, hallo. Er muss Hephaestus finden und ihm aus einem Versteck scheuchen. Wo immer er ist, er muss in den Kern zurück. Man muss vorbereitet sein. So nicht, Hephaestus. Ich finde einen anderen Weg rüber.
Roy. Ich habe mich in deinen Fokusfeed gepatcht. Du solltest wissen, dass in der nächsten Kammer ein enormer Stromverbrauch herrscht. Danke für die Info. Ich bin fast da. Produktionskammer. Hephaestus plant irgendwas, keine Frage. Was für eine Maschine versucht er zu bauen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es verhindern. Ich wette, diese Metallträger führen mich zu seinem Materialvorrat. Ich wette, da versteckt sich auch Hephaestus. Schnurstracks in eine andere Kammer. Ich folge ihm lieber. Ich könnte auf einem Metallwagen mitfahren. Aloy, ich konnte die meisten Bauteile neu verbinden, aber der Energieprozessor ist kaputt. Wir können kein neues erstellen, also kann ich den Kern nicht reparieren. Okay, mal sehen. Was, wenn du den Prozessor umgehst? Verbinde ihn mit dem Energieknoten. Das könnte klappen. Ich glaube auch.
Schwarzmatrix will hart erweitern. Ganz ruhig, Aloy. Aber für die Maßnahmen setze den Verteidigung ein. Da kommen noch mehr Maschinen. Beta! Hephaestus lässt mich nicht an den Knoten. Irgendwelche Ideen? Ich schau mal nach.
Zusatzmatrix Delta erweitern. Tja, er sollte es sich nicht zu gemütlich machen. Rüber. Hey, Loy! Es kommen mehr Maschinen! Bitte sag mir, dass du bald fertig bist! Ich arbeite daran. Hier sind auch ganz schön viele Maschinen. Ich glaube, Erin verpasst was! Hey, Loy, ich komme hier ganz gut voran, aber ich brauche etwas, das das Schaltmodul zusammenhält. Ein Gelenkband von einem Maschinenkadaver? Ja! Oder etwas leuchtendes Geflecht! Und dann mit einem Umwandlungszylinder verstärken. Für verbesserte Konnektivität! Ich glaube, wir schaffen das, Aloy! Den Schild zu kommen. Ja.
erst das hier rausjagen. Es sollte noch einen Knoten geben. Okay. Schon wieder. Das klingt nicht gut. Ich versuche den Zugriff wiederherzustellen.
Okay. Das heißt, es gehen allmählich die Verstecke aus. Aloy? Ich stelle gerade einen starken Energiestoß in der Produktionskammer fest. Da ist etwas im Gange. Ihr auch. Alles leuchtet. Die Maschine, die Herr Festes gebaut hat, sie muss fertig sein. Was auch immer das ist, es ist sehr stark. Ich bin hier mit dem Kern fast fertig. Sollen wir zu dir kommen? Vielleicht kann ich die Maschine ablenken. Nein, Beta. Bleib einfach, wo du bist, ja? Die Maschine ist mein Job. Okay. Pass auf dich auf. Ihre Beine leuchten. Ich glaube, sie lädt auf.